Ich wette, nachdem ich euch den Stromverbrauch des Displays und der Tastaturbeleuchtung des MacBook Air M2 zeige, wollt auch ihr eure Helligkeiten anpassen. Denn die Akkulaufzeit profitiert davon. Beginnen möchte ich mit dem Stromverbrauch des Displays. Um den Einfluss von WLAN, Bluetooth und der automatischen Helligkeitsanpassung auf den Stromverbrauch zu unterbinden, werden diese deaktiviert. Zusätzlich beende ich alle aktiven Apps, dann schalte ich das Display aus, um den Grundverbrauch des MacBooks zu ermitteln. Der Grundverbrauch liegt bei 1,7 Watt. Jetzt erhöhe ich die Displayhelligkeit auf die höchste Stufe. Es wird ein Verbrauch von 9 Watt angezeigt. Abzüglich des Grundverbrauchs von 1,7 Watt benötigt das Display in der höchsten Stufe 7,3 Watt. Für die restlichen 15 Helligkeitsstufen wurde diese Messung wiederholt und in dieses Diagramm übertragen. Abgebildet ist der Verbrauch in Watt in Abhängigkeit zur jeweiligen Display-Helligkeitsstufe. Interessant ist, dass die maximale Helligkeitsstufe mit 7,3 Watt ein Vielfaches der mittleren Helligkeitsstufen verbraucht. Bezogen auf den 52,6 Wattstunden Akku verbraucht die maximale Helligkeitsstufe pro Stunde fast 13,9% der Akkuladung. Die von mir am meisten genutzte Helligkeitsstufe 8 verbraucht mit 1,9 Watt hingegen nur ca. 3,6% pro Stunde. Das ist fast viermal so wenig wie die höchste Stufe und die Helligkeit reicht immer noch aus, um damit im Büro gut arbeiten zu können. Die Helligkeitsstufen 1 bis 7 verbrauchen noch weniger und sind eher für dunkle Umgebungen gedacht. Was noch für dunkle Umgebungen gedacht ist, ist die Tastaturbeleuchtung. Da hierfür der Regler stufenlos ist, wurden nur zwei Messungen gemacht, die als Anhaltswerte dienen. Einmal bei maximaler Helligkeit mit 0,6 Watt und einmal bei mittlerer Helligkeit mit 0,3 Watt. Bei maximaler Helligkeit werden etwas mehr als 1,1% der Akkuladung pro Stunde verbraucht. Das hört sich erstmal wenig an, aber bei 10 Stunden Nutzung entspricht das schon mehr als 11% der Akkuladung. Deshalb würde ich zweimal überlegen, ob die Tastaturbeleuchtung wirklich benötigt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.